In meinem heutigen Vortrag widme ich mich dem Fastenmonat Ramadan und stelle einige Beobachtungen und Analysen zur Diskussion vor, die sich mit einem Teil von Ramadan-Praxen von Muslimen und Musliminnen in Deutschland beschäftigen. Ziel meines heutigen Vortrages ist es darzulegen, wie Menschen im Ramadan ihre Beziehung zu Gott praktisch ausgestalten, wie sie diese Beziehung im Ramadan erleben, erfahren und pflegen, wie sie diese Beziehung aufbauen, sowie wie sie Ramadan-bezogene Praxen in Bezug auf Normen und Regeln verstehen, interpretieren und auch inkorporieren. Hierzu habe ich anhand religionsethnografischer Forschung verschiedene Praktiken identifiziert, die ich zu bestimmten Praxen dann zusammengestellt und typisiert sowie kategorisiert habe. Durch die hergestellten Verbindungen zwischen den Praktiken und den jeweiligen Praxen möchte ich damit einen Beitrag leisten, wie Kontinuitäten und Transformationen der religiösen Praxis erklärt werden können. In meinem Vortrag werde ich zunächst meinen Ausgangspunkt und die Leitfragen kurz anreißen. Dann werde ich Beispiele aus dem Bereich der Besinnung, Reflexion und Verzicht nennen und diese in Bezug auf den Ramadan als außeralltäglicher Monat analysieren. Und zuletzt wende ich mich dem Verhältnis von Normen und Praxis in Bezug auf Ramadan zu. Möglicherweise, so meine bisherige Arbeitshypothese, können wir mit einer dezidierten Praxisbrille Prozesse von theologischer Normativierung näher kommen. Ausgehend von der Vielfältigkeit der religiösen Praxis im Ramadan habe ich die Frage gestellt, welche Praktiken sind überhaupt zu beobachten? Wie sind sie miteinander verknüpft? Und warum werden diese als sinnhaft erlebt? In der Konsequenz entsteht die Bedeutung des Ramadans erst in der Praxis. Und die Frage, inwiefern die Praxen lebensweltlich verankert sind und auch wie sie als religiös oder als islamisch geframed werden, ist Teil meiner Forschung, aber ich werde das heute in meinem heutigen Vortrag nicht thematisieren. Mein Ausgangspunkt, hervorgegangen aus früheren Forschungen, ist, dass sich religiöse Praxen nicht einfach so aus dem Nirgendwo geschichtslos und kulturlos entwickeln, rein aus Koran und religiösen Normen oder einem vernünftigen Bewusstsein hervortreten. Ganz im Gegenteil sind sie das Resultat von Sozialisation und pädagogischer Einwirkung, von Reflexion und Transformationsvermögen des Menschen, also das Resultat von Inkorporation, Routinisierung und permanenter Sinnaushandlung der Menschen. Die Koordinaten einer religiösen Praxis richten sich also nach den sozialen und ideellen Ressourcen der Menschen, ihrer, im Panel vorhin kam das sehr oft zur Sprache, ihrer lebensweltlichen Verankerung und der umgebenden Kultur, sowie nach den Positionen und Interessen im gesellschaftlichen Raum, also nach dem, was dem Menschen überhaupt möglich ist. Zudem setze ich die Erfahrung und den Vollzug einer Sache an die erste Stelle und nicht abstrakte Ideen, Normen und Texte. Das bedeutet, dass ich mich von der Perspektive des Lokalen aus dem Thema zuwende und dem Menschen aus bewege, dem Tun der Menschen und den Spuren nachgehe, die Auskunft über wirkmächtige Erzählungen und Bedeutungen und Bedeutungszuweisungen geben, um damit die mannigfaltigen Verflechtungen aufzudecken, mit denen die Sphären des Lebens miteinander verbunden sind. Also von Recht über Literatur zur Ökonomie, zu den Wertvorstellungen und moralischen Gegebenheiten, zu Lebensverhältnissen und Geschlechterbeziehungen. Und mit dieser Perspektive, ja, so meine These, können beobachtete Praktiken in eine bestimmte Praxis auch eingebettet werden und überhaupt als solche identifiziert werden.
Anhand dieses Instagram-Posts eines muslimischen Aktivisten zu Beginn des Ramadan 2022, es ist ja schlechte Qualität, es tut mir leid, möchte ich Ihnen quasi einen Überblick über die Ramadan-Praxen zeigen, die ich unter den Begriffen Besinnung, Reflexion und Verzicht subsumiert habe. Sie sehen hier einen Eisberg, oben drüber Überschrift What People Think Ramadan Is About, nicht trinken, nicht essen, ja, also huge Iftar-Events und feasting at night. Und ja, unterm Eisberg, unterm Meeresspiegel sehen wir dann, was Ramadan eigentlich sein soll, nämlich in Gelb und Grün, gaining closeness to Allah oder putting trust in Allah, ja, developing as a person, building taqwa and God consciousness, das ist koranisch, focusing on spirituality, ja, learning self-discipline, breaking unhealthy cycles und so weiter. Und hier weiteres Material aus der Forschung visualisiert. Ganz oben Interview-Aussagen von einer Frau, die auf die Frage, was bedeutet Ramadan für sie, gesagt hat, nicht zu viel essen, kochen, nicht übertreiben beim Einkaufen und beim Kochen, damit auch nicht so viel Zeit für was anderes verschwendet wird, sondern sie Zeit hat für sich und für das, was für sie Ramadan ausmacht, nämlich Besinnung. Hier gleich darunter ein Post einer muslimischen Politikerin, die anlässlich des Fastenbrechens im Landwirtschaftsministerium auch so ihre Gedanken zum Ramadan aufgeschrieben hat. Auch wieder in Grün, Besinnung war wichtig, reflektieren, ja, Ramadan eine Zeit des Reflektierens, gemeinsam Speis und Trank teilen. Und das bringt sie jetzt zusammen mit Nachhaltigkeit, Umwelt und Klima. Das heißt, sie hat eine religiöse Komponente des Fastens, dass sie jetzt in Bezug auf Verschwendung vermeiden, Hunger bekämpfen, natürliche Lebensgrundlagen schonen, geframed hat. Da drüben haben wir ein Mutmach-Ramadan-Kalender, das im letzten Jahr in einer muslimischen Frauengruppe rege geteilt worden ist. Zum Aspekt der Materialität wird mein Kollege noch referieren. Das hier ist quasi ein Utensil mit mutmachenden Sprüchen, sowohl Hadith als auch Lebensweisheiten und einem Bereich, da kann man selber seine Gedanken aufschreiben, wie es einem heute geht, wie viel habe ich gegessen, wie geht es meinem Bauch, wie fühle ich mich und Ähnliches. Ein weiterer Post, ich meine, es ist digitale Ethnographie, wir hatten Corona, ich habe sehr viel so Zeugs gesammelt. Ramadan, der Monat of Charity, Patience, Zikr, Mercy, Forgiveness, Quran. Ein Punkt, den ich heute nicht ausführen werde, ist, vielleicht merken Sie es, was fehlt denn? Die Gemeinschaft fehlt. Das ist mir aufgefallen, aber darauf werde ich heute nicht eingehen. Das sind so die Bedeutungen, die Personen zuweisen. Und was so schön ist, hier ein Bild aus der Frankenschau vom letzten Jahr, wie die Moscheen im Ramadan ausgesehen haben sollen. Ja, hier Aussagen aus Interviews, die ich geführt habe zum Thema, was bedeutet Ramadan für Sie? Und ganz häufig, also es kann natürlich auch an der Bubble liegen, da bin ich noch nicht so weit, das genauer zu untersuchen, warum sich manche Aussagen so homogen anhören und wiederum andere nicht. Aber dieser Punkt war sehr wichtig, innerer Frieden, Zeit für mich haben, nachzudenken, also Ramadan als Zeit der Besinnung. Ja, und wie äußert sich das, dieses nachzudenken? Also das sind die Interview-Aussagen. Gleichzeitig kann man die Praktiken beobachten, viel mehr Zeit zu haben für Koran lesen. Und zwar nicht nur im Sinne einer Mukabala, sondern auch die Bedeutungen lesen und verstehen. Tagebuch schreiben, wie ich das jetzt gerade schon gesagt habe. Musik machen wurde sehr häufig genannt als ein Punkt, wo man sich auf sich selber zurückziehen kann. Beten, sowohl Dua als auch Namaz Salah zu machen oder eben diesen normativen Regeln auch zu genügen. Und das wird Ihnen ermöglicht durch die Abwesenheit von zeitaufwendigen Tätigkeiten, die auch schon vor Corona da waren, nämlich groß einkaufen, den ganzen Tag über kochen und Essen zubereiten, ständig mit Mahlzeiten beschäftigt sein und so gerade in den Sommermonaten bis in die Abend-Nachtstunden hinein einfach keinen Gedanken auf Essen zu verschwenden. Und seit diesen Corona-Lockdown-Maßnahmen, was ja auch so einen Monat später kam dann der Ramadan und die Personen
konnten noch nicht einmal mehr Freunde treffen, Iftar vorbereiten und haben diese Zeit genutzt. Insbesondere Frauen haben fast alle gesagt, dass sie endlich mal Zeit hatten, all die Jahre Aufgestautes mal abzuarbeiten, sich selber auf sich zu besinnen, eben nicht so viel Zeit für Essen und Trinken zu verschwenden und auch nicht eben diese großen Iftar-Einladungen zu organisieren, wo sie dann kochen, einkaufen, vorbereiten, abspülen, die Gäste bedienen und so weiter. Ein anderer Aspekt ist das Reflektieren, mit dem der Ramadan auch zu einem besonderen Monat des Innehaltens, des Revue-Passierens gestellt wird. Und dieser Aspekt wird auch nochmal weiter verstärkt durch nicht-muslimischer Seite, die auf die besondere Bedeutung des Ramadans ebenfalls aufmerksam machen. Zum Beispiel in Berlin wird zu Beginn des Ramadans in sehr, sehr vielen Schulen der Ramadan als Gelegenheit wahrgenommen, um mal wieder über die Schulordnungen zu sprechen, um über Verhalten und ethisches Verhalten, über gutes Verhalten zu sprechen. Was bedeutet das jetzt? Ja, eure Eltern fasten und was machen wir jetzt hier in der Schule? Also hier auch nochmal der Ramadan als also ein ethischer Motor genutzt wird. Ja, damit wird der Ramadan also sowohl von muslimischer als auch nicht muslimischer Seite zu einem Monat gemacht, der eben eine so überbordende Bedeutung zugewiesen bekommt als Zeit der Besinnung und Reflexion. Das weckt natürlich Erinnerungen zur Konsumkritik in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit, wo es ja auch immer sehr häufig um Besinnung geht versus dem ganzen Geschenkewahnsinn. Und eben Ramadan ist dann der Essenswahnsinn als Äquivalent zu betrachten. Ja, also angesichts des immensen Konsums, mit dem der Ramadan auch in Verbindung gebracht wird und auch sehr stark kritisiert wird, hat sich eben im Deutschen der Begriff der Geselligkeit, der Besinnung etabliert, um damit diese gegenteilige Bewegung auch sprachlich zu fassen, dem Konsum und dem Überfluss sich zu entziehen, sich für eine innere Einkehr stark zu machen. Das müssen wir dann auch mit der Praxis des Verzichts zusammendenken, wie es hier im ersten Zitat herauszulesen ist. Ja, diese tatsächlich ausufernden Essensgelage, an die ich mich auch erinnern kann, als ich noch jünger war, sehr stark abgenommen haben. Ja, dieses Fasten bedeutet eben nicht nur auf Essen und Trinken und Geschlechtsverkehr verzichten, sondern eben auch auf andere Konsumgüter zu verzichten, also bei diesen Essens-Trinken-Sachen zu minimieren, zu reduzieren und dann aber auch zu sagen, und ich spare Wasser und wir machen einen Green Iftar und wir fasten Plastik. Und vor Corona gab es auch sehr viel Facebook-Fasten, Smartphone-Fasten. Das ist weggekommen. Ja? Seit 3 Jahren kann man das nicht mehr sehen, dass Menschen auf ihre digitalen Medien verzichten wollen. Dieses Jahr nur ein einziges Beispiel aus meinem Sample gehabt. Ja, also dabei wird, das ist wichtig, Verzicht quasi intrinsisch aus dem Ramadan heraus als Wert gelesen und begriffen und die Dinge des Verzichts erweitert, spielt auch die nicht-muslimische Umgebung eine Rolle, ja, und deren Zuschreibungen und Herausforderungen an den Ramadan. Damit kann man zusammen also stellen, dass der Sinn des Ramadans sich nicht einfach so von sich selbst ergibt, sondern man muss es ja stetig erklären, rechtfertigen. Warum fastet man, indem man auf alles an Essen und Trinken verzichtet, anstatt wie es im christlichen Fasten zu machen, beispielsweise. Und damit muss es ja auch rational begründbar sein für die einzelnen Personen. Und wenn wir uns eben angesichts der immensen Konsumkritik, die es in Deutschland seit den 70er Jahren eben gibt, zurückdenkt, dann ist also die Erweiterung der zu verzichtenden Güter und Elemente keine Randerscheinung, sondern mitten im deutschlandweiten Diskurs und gleichzeitig eine Aktualisierung des Fastens eben angesichts der ja, kapitalistischen Moderne. Und also wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf ein reiches Abendessen, verdirbt diesen Aspekt des Verzichts, gehört aber irgendwie auch zum Ramadan dazu. Und verzichtet man den Tag über, dann soll ja wenigstens am Abend reich gegessen werden. Jetzt wird aber dieser zeitliche Aspekt auch noch weggenommen. Wenn man tagsüber verzichtet, soll man auch am Abend nicht reinhauen, sondern ebenfalls verzichten. Und vor Corona gehörte es zum guten Ton, abends Suppe, Hauptspeise, Nachtisch und alles Mögliche zu haben. Und dann
also da bin ich noch dran, ist so ein ethischer Moment eingetreten mit dem Corona-Lockdown 2020. Ein ethischer Moment ist also der Moment, an dem viele Menschen auf einmal durch ein plötzliches Eintreten eines Ereignisses, einer Situation, sowohl bewusst reflektiert als auch eben im Sog der Gemeinschaft bestimmte Gewohnheiten verändern können oder wo sich das quasi ganz auf einmal passiert. Wir sehen es gibt so Fukushima beispielsweise, der Atomreaktorunfall vor 10 Jahren war so ein Moment in Bezug auf Atomenergie oder jetzt eben Corona in Bezug auf Ramadan. Ja, kommen wir damit zum Zwischenfazit beziehungsweise auch vielleicht Endfazit, die ja, hier Trias, Reflexion, Besinnung und Verzicht treibt also die Menschen insgesamt an, bessere Menschen zu werden, bessere Muslime auch zu werden. Das wird sehr häufig genannt. Das normative Gebot des Fastens von Essen, Trinken und Geschlechtsverkehr wird eben als dominante Praxis im Ramadan zu einem größeren Stil als Verzicht und Selbsterziehung, wie wir es ja aus der Erziehung des Nafs kennen, eingeübt, und das Spektrum der Praktiken und des religiösen Sinns stetig erweitert, und auch die Zeit wird eben erweitert, nicht nur tagsüber, sondern eben auch abends soll gefastet und Verzicht geübt werden. Und der Ramadan bietet eben jetzt die Zeit und den Rahmen, und damit kommt eine Außeralltäglichkeit für diese Praxen und auch Praktiken ins Spiel. Sie werden stetig diskursiv und auch praktisch hergestellt, nämlich als eine Möglichkeit, in dem heiligen Fastenmonat Ramadan, im Sultan der 11 Monate, im Monat, in dem der Koran herabgesandt wurde, ja, im segensreichen Ramadan, das sind ja alles begriffliche Zuschreibungen, womit der Ramadan außeralltäglich gemacht wird, eben so zu handeln, wie man handelt. Ja, die Praktiken werden als vom Alltag unterschieden, abgegrenzt, wahrgenommen und inszeniert und sollen aber zugleich auch Ansporn für den Alltag sein. Das sehen wir dann wiederum an Themensetzungen wie Vorträge zu, was ist vom Ramadan übrig geblieben oder wie kann ich den Ramadan das ganze Jahr über in mir leben lassen. Damit ist nicht gemeint, dass man ständig immer weiter fastet, sondern das, was man quasi als Sinn des Ramadans erlebt hat, weiter im Leben zu haben. Wenn wir zurückkommen auf den ethischen Moment, der durch Corona ausgelöst wurde und die Außeralltäglichkeit des Ramadans mit den beschriebenen Ramadan-Praxen verbinden, dann sehen wir Prozesse von Normativierung. So, ja. Und wir bemerken eben auch gleichzeitig, dass im Alltag nach dem Ramadan und vor dem Ramadan natürlich bestimmte eingeübte Praktiken mit der Zeit an Bindekraft verlieren und vor dem nächsten Ramadan wieder aufgenommen werden müssen. Also eine stetige Wiederholung und Kontinuität notwendig ist, damit diese Praktiken inkorporiert werden können. Damit kann dann auch eine Stabilität dieser Praxen überhaupt erst garantiert werden. Das heißt, die Praktiken, die den Ramadan zu einer Besonderheit machen, werden jedes Jahr wiederholt und dadurch erneuert und erfahren auch immer wieder eine Ritualisierung und Routinisierung. Und das heißt, dass selbst die Besonderheit des Ramadans zu einem Wissensrepertoire des Menschen gehört und auch abgerufen werden kann und abgerufen wird, nicht immer als ein bewusstes Nachdenken im Sinne von der Ramadan kommt, ich muss jetzt dies und das machen, sondern als ein inkorporiertes praktisches Wissen, das sowohl Praktiken der seelischen und der physischen Reinigung verbindet. Ja, sowohl in den drei, in den quasi heiligen Monaten davor bereits mit Schaban und Rajab und dann aber ganz klar mit dem Ramadan als Monat der seelischen Reinigung gesehen wird. Ja, also hier werden diese beiden Praktiken, seelische und physische Reinigung, miteinander verbunden. Ja, das stärkt hoffentlich mein Argument, dass die Außeralltäglichkeit essentiell ist für den Prozess der Normativierung.
also ich argumentiere das für die Gestaltung des Lebens allgemein, aber insbesondere für die beschriebenen religiösen Praxen und für die Frage nach dem, warum das alles sinnhaft ist, diese aus der Alltäglichkeit unveräußerlich ist. Und damit komme ich zum letzten Punkt meines Vortrages, nämlich, dass diese Außeralltäglichkeit ja auch eine Herausforderung darstellt. An den Übergängen nämlich sind diese Praxen instabil, also fragil. Das gefährdet Normativierungsprozesse im Wesentlichen. Wir haben es hier mit einem zeitlichen Übergang zu tun, vor Ramadan, Ramadan, nach Ramadan. Und also Vorbereitung, Ausübung, Nachbereitung könnte man das auch so sehen. Und das können wir vor allem daran erkennen, wenn für die Menschen kein Übergang möglich war. Ja, wenn wegen Stress auf der Arbeit, Krankheit, Unwohlsein oder Klausuren und Prüfungen der Ramadan plötzlich eingetreten ist, dann konnten die Menschen sich nicht adäquat auf den Ramadan vorbereiten. Er ist einfach plötzlich da gewesen und sie können das nicht mehr aufholen. Sie fühlen sich gehetzt und verstehen auch die Welt nicht mehr. Das heißt, diese physische Nichtvorbereitung auf den Ramadan wird auch seelisch so empfunden. Das peinigt die Menschen teilweise so sehr, dass sie zwar fasten, also nach der Niyya und ähnliches fasten, aber nur sich als hungernde Menschen fühlen, Gottes Wohlgefallen nicht bekommen haben. Also sie denken, sie haben Gottes Wohlgefallen nicht bekommen. Das ist natürlich ein Punkt, den man noch weiter ausführen müsste, aber ich werde es an der Stelle sein lassen. Ein weiterer Punkt, der mit der Umwelt zu tun hat, warum die Außeralltäglichkeit des Ramadans auch einfach so untergehen kann, ist die öffentliche Sichtbarkeit fehlt. Ja, Supermärkte, Nachbarschaften machen nicht immer überall darauf aufmerksam, eigentlich so gut wie nie. Und natürlich auch eine gewisse Moscheeferne oder Ferne von muslimischen Gemeinschaften. Das betrifft vor allem alleinstehende Menschen. Studierende habe ich sehr häufig bemerkt, die in eine andere Stadt gehen, die mit dem Ramadan plötzlich nichts mehr zu tun haben können, weil ja, plötzlich ist Semesterbeginn und Ramadan und alles auf einmal vorhanden. Damit möchte ich zu meinem Schlussfazit kommen, nämlich, dass ich hoffe, gezeigt zu haben, dass die beschriebenen und analysierten Praktiken und Praxen zum einen gezeigt haben, wie Muslime und Muslimen ihre Beziehung zu Gott im Ramadan aufbauen, mit welchen Praktiken sie das machen, wie Normen in der Verflechtung mit Praktiken Bedeutungszuweisungen bekommen und dadurch erst in der Praxis Bedeutung erlangen. Und ich hoffe, dass ich auch gezeigt habe, wie Normativierungsprozesse eine gewisse Stabilität und Fragilität besitzen, die in diesem Fall mit dem Aspekt der Zeit und der Herstellung der Außeralltäglichkeit zu tun haben. Ja, damit konnte ich hoffentlich einen Beitrag zur These leisten, dass der theologische Wissensbestand von der Praxis abhängt. Hallo alle zusammen, ich bin Leonie. Danke für deinen Vortrag, Almela. Wir haben das wirklich sehr gut choreografiert, dass ich jetzt drankomme, denn bei mir geht es auch ein bisschen um den Ramadan und um Verzicht auch ein bisschen. Und wir befinden uns im Kindergarten, in einem islamischen Kindergarten in Berlin. Ich habe eine, das sind jetzt quasi erste Ergebnisse, ganz frisch aus meiner Feldforschung. Ich bin dort anwesend, ich mache teilnehmende Beobachtungen und hospitiere also auch in diesen Kindergärten, bin also live dabei. Und mein Vortrag heute geht um die Bedeutung des Süßen im Kinder, für Kinder, also auch im Kindergartenalltag. Vielleicht haben ja einige von Ihnen und euch Kinder. mal schauen, wie das so wirkt. Genau, es gibt drei Teile meines Vortrags. Wir starten mit einer Beschreibung. Also wir gehen gleich in mein Material. Da gibt es eine kleine Aufgabe für Sie, für euch. Dann geht es in die Theorie. Und dann schauen wir uns zusammen an, was das Ganze in der Analyse ergibt. Ich fange an mit der Beschreibung und ich möchte Sie bitten, mit mir dem Süßen im Kita-Alltag zu folgen. Es ist 9 Uhr Donnerstagmorgen und Susanne öffnet ein Glas eingemachte Stachelbeeren, gießt sie in ein Sieb und lässt sie abtropfen. Sie hat bereits Butter, Zucker, etwas Mehl und Zimt zu einer Masse verrührt und mit der Hälfte etwa den Boden einer großen gläsernen Auflaufform ausgelegt. Jetzt verteilt sie die Stachelbeeren darüber und streut die verbleibende Masse als Streuseln über die Beeren.
Der Ofen ist bereits vorgeheizt, als sie die Form auf das Gitter stellt. 15 Minuten später wandert der Duft von warmer Frucht und süßer Butter durch die Küchentür und trägt die Vorfreude auf das Mittagessen in jeden Raum der Kita hinein. Am nächsten Tag, Freitag, sind jetzt um 10 Uhr alle Kinder da und der Morgenkreis kann beginnen. Danach waschen sich alle Kinder die Hände und setzen sich an den niedrigen Esstisch in die Küche. Susanne teilt in Spalten geschnittenes Obst aus. Apfel, Birne und Weintrauben. Wer möchte noch mehr Obst? Wie jedes Mal zum Frühstück liegen in einer Dose Scheibenkäse, Butter und Frischkäse. Heute, am Freitag, steht daneben auch ein Glas Marmelade. Und wer möchte noch mehr Brot? Möchte irgendwer Marmelade? Niemand? Wer aufstehen will, bringt Becher und Schüssel zur Spüle, wäscht sich wieder die Hände im Bad und spielt weiter. Aber heute muss es alles etwas zügiger gehen, denn es ist ja Freitag und alle Kinder wissen, Freitag ist ein besonderer Tag, denn Freitag ist Sporttag. Mit dem Bus fahren alle zur Turnhalle. Nach dem Umziehen toben, springen, laufen, werfen und hüpfen die Kinder eine Stunde lang. Danach sitzen sie in der Umkleidekabine auf Bänken, ihre Beine baumeln in der Luft und gucken Susanne ungeduldig an. Sie greift in ihren Rucksack, zieht eine Brotdose hervor und fragt, wer möchte einen Keks? Wer möchte Apfelschnitze? Und wer möchte noch einen? Der Rückweg geht dann ganz schnell. Guck mal, Leonie, da esse ich mit meinem Papa immer Eis. Und es ist Mittagszeit. Wer ist heute mit Tischdecken dran? Heute brauchen wir tiefe Teller und große Löffel für die Suppe und kleine Löffel für den Nachtisch. Die kleinen Löffel kommen alle zusammen mitten auf den Tisch. Der Tisch ist gedeckt und alle Kinder und Erwachsenen sitzen am Tisch, trinken etwas, legen ihre Hände mit den Handflächen offen links und rechts neben den Teller. Alle zusammen sprechen. Alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt Allah von dir. Heute gibt es Hühnersuppe und Stachelbeerstreusel. Wir danken dir dafür. Bismillah. Die Suppe ist bereits auf den Tellern, so kühlt sie ab und kein Kind verbrennt sich den Mund. Wer möchte einen Nachschlag? Wer fertig gegessen hat, legt das Besteck in einen kleinen Eimer. Sind alle Löffel im Eimer, beginnt Susanne nach und nach die kleinen Löffel mit Stachelbeerstreusel zu füllen und den Kindern auf ihren leeren Teller zu legen. Die Kinder greifen nach den kleinen Löffeln und befördern den Nachtisch in ihren Mund. Susanne fragt, wer möchte noch mehr Nachtisch? Danach räumen alle Kinder ihre Teller ab und gehen Zähne putzen. So, die Kita ist ein Lernort. Hier wird explizites und implizites Wissen vermittelt und aufgenommen. Wir haben einige Facetten der Theorie auch schon von Frau Dr. Akta gehört. Tatsächlich gleicht sich keine Kita. Ja, also alle Kita sind anders, obwohl sie aus den gleichen Elementen bestehen. Diese Orte entstehen aus dem Verhältnis verschiedener Komponenten zueinander. Dem Kita-Konzept, der Organisationsform der Kita-Größe, dem pädagogischen Fachpersonal, dessen Ausbildung und Erfahrung und auch der materiellen Ausstattung der Kita. Zum Beispiel gibt es eine Küche, wird gecatert, wird aufgetaut, wird aufgehetzt. In meiner Forschung konzentriere ich mich nicht auf das explizit vermittelte Wissen, sondern solches, was im Vollzug der Praxis erworben wird. Damit ist gemeint, dass Menschen Logiken und Regeln ihrer Umgebung, also die Konditionen ihrer Existenz, durch die Teilnahme in diesen Umgebungen erlernen. Pierre Bourdieu nennt das die Inkorporierung der Praxis in den Menschen, in den Habitus. Gleichzeitig ist der körperliche Ausdruck in der Praxis, also die Performance und der Bezug und Einfluss von Dingen und Artefakten, das, was dieses implizite Wissen vermittelt. Hier haben wir uns jetzt auf das Süße konzentriert. Ich forsche in Kitas, da die Grundfesten des Habitus in Kindheits- und Jugendalter inkorporiert werden. Das implizite Wissen, das zu Kindheitszeiten aufgenommen wird, oder anders ausgedrückt, die Logiken und Regeln der Umgebung unserer Kindheit, wirken besonders stark. Denn der Habitus eines Menschen tendiert dazu, Stabilität herzustellen. Er ist also nicht besonders offen für Neues, je älter wir werden.
In der Kita lernen also Kinder eine Essensumgebung kennen, lernen, diese Essensumgebung implizit zu verstehen und in ihren Alltag einzuordnen. Natürlich ist die Essensumgebung Kita nicht die einzige Essensumgebung, die sie kennenlernen. Es gibt da auch noch andere Orte wie zu Hause oder Schule, später mal bei Freundinnen und Freunden, bei der Großeltern. Und all diese Orte haben auch ihre eigenen Logiken und Regeln, die wiederum auch nicht einzigartig sind. Teil der Logiken und Regeln dieser Essräume sind Emotionspraktiken, die aus negativen oder positiven emotionalen Verbindungen zwischen Essen, Anwesenden, aber auch zum Beispiel Zeitpunkt sich ergeben. Das kann Momente des Ekels betreffen, aber auch Momente des Genusses. Und durch diese werden diese emotionalen Verbindungen erst hergestellt und wirken als Teil des Habitus. Was sagt uns also die Süße aus meiner Beschreibung über die Logiken und Regeln des Kita-Essraums? Dazu habe ich 3 Analysepunkte. Süßes hierarchisiert den Süßen, den sozialen Raum, bestehend aus Kindern, pädagogischem Fachpersonal und Eltern. Süßes strukturiert auch die Zeit, sprich Tag, Woche und Jahr. Und Süßes macht den islamischen Kalender körperlich erfahrbar. Kommen wir zum ersten Punkt. In der Kita bringen die Kinder nichts von zu Hause mit. Also sie bringen keine Brotdosen mit. Alles Essen wird von den Fachkräften geplant, gekauft, zubereitet und verwaltet. Darüber hinaus portionieren Kinder ihre Essensportionen seit Corona auch nicht mehr selber. Also die pädagogischen Fachkräfte teilen aus. Wann und wie viel Süßes es gibt, liegt also im Ermessen der Fachkräfte. Gleichzeitig ist in der Kita der Verzehr von Süßem ein Gemeinschaftsmoment. Wenn es Süßes gibt, dann haben alle gleich Zugang, alle Kinder. Zum zweiten Punkt. Einmal strukturiert Süßes den Tag. Das Süße am Mittagstisch bildet wiederum auch einen Gemeinschaftsmoment. Alle warten aufeinander, bis sie die salzige Hauptspeise beendet haben. Das ist anders beim Frühstück, bei dem alle aufstehen können, wann sie wollen. Zum Mittag fangen alle gemeinsam an und hören gemeinsam auf, wenn der Nachtisch aufgegessen wurde. Beim Decken des Mittagstisches überlegt das verantwortliche Kind, was es zu essen gibt. Wird ein tiefer Teller benötigt, ein flacher Teller, Löffel, Messer, Gabel? Und wie viele kleine Löffel werden gebraucht? Süßes strukturiert wiederum auch die Woche. Montag bis Donnerstag gibt es Süßes in Form von Obst zum Frühstück und Nachtisch zum Mittagessen. Freitags allerdings ist der süßeste Tag, daher kommt auch der Name meiner Präsentation. Zusätzlich gibt es Marmelade zum Frühstück und Kekse und Äpfel nach dem Sport. Auch wenn die Kinder die Marmelade in der Regel überhaupt nicht beachten, steht das Glas auf dem Tisch, ist also eine materielle Erinnerung daran, dass ein besonderer Tag ist. Auch der Post-Sport-Snack ist sowohl Stärkung nach dem Sport als auch Belohnung fürs Mitmachen in der Sporthalle und Motivation für den Rückweg in die Kita. In der Woche werden circa 2 bis 3 Nachspeisen zubereitet, die an diesen 5 Tagen gegessen werden. Wichtig dabei ist, dass am Freitag nichts übrig bleibt. So kommt es vor, dass zwar Freitag der süßeste Tag ist, Freitag aber auch der Tag sein mag, wo man sich keinen Nachtisch nachnehmen darf. Geben lassen darf. Neben Tag und Woche strukturiert Süßes auch das Jahr, in dem es während Ramadan nicht anwesend ist. Das soll heißen, dass während des Fastenmonats alles Süße außer Obst auf dem Tisch oder auch in der Sportbrotdose von Susanne fehlt. Da die Kinder selbstständig den Tisch decken, müssen sie zu Ramadan keine Nachtischlöffel decken. Und je nachdem, wie viele Fachkräfte fasten, auch weniger Teller für die Erwachsenen. Auf diese Weise bildet Süße bzw. das Fehlen des Süßen eine kulinarische Orientierung im Kita-Alltag für den Fastenmonat. Der Monat wandert und verschiebt sich in den potenziell 5 Jahren, die die Kinder in der Kita verbringen können, ne? Eintritt mit 1, Austritt mit 6 oder 7, um circa 55 Tage.
Hier orientieren sich die Kinder nicht an einer bestimmten Jahreszeit, die den Monat anzeigt oder diese besondere Zeit, sondern am fehlenden Nachtisch, also an der Abwesenheit des Süßen. Keine kleinen Löffel, kein Nachtisch. Zum dritten und letzten Punkt. Süßes macht den islamischen Kalender körperlich erfahrbar. Im Allgemeinen markiert Süßes wie zum Beispiel Kuchen und Eis so besondere Momente wie Geburtstage oder Feiern oder Ausflüge. Gleichzeitig zeigt es die soziale und gemeinschaftliche Komponente an. Wir genießen zusammen den Nachtisch oder denken durch das Fehlen des Nachtisches daran, dass ein besonderer Monat ist, der nicht nur für Menschen in der Kita und für die Kinder in der Kita vielleicht besonders ist, sondern auch für Menschen auf der ganzen Welt. Das wird auch explizit thematisiert in der Kita. In diesem Fall wird die soziale und temporale Struktur des Raumes mit einem Moment oder Element des Religiösen gekoppelt. Hier wird Zugehörigkeit zu einer Gruppe durch das Verbinden von Süßen mit einem Tag der Woche, Freitag, oder einem wandernden Monat, Ramadan, hergestellt und positiv konnotiert. Gleichzeitig werden Werte wie Gemeinschaft, Geduld und aufeinander achten durch das Süße transportiert. Genuss von Süßem, die Vorfreude darauf oder aber auch die Abwesenheit des Süßen in der Kita während Ramadan ist für die Kinder somit körperlich erfahrbar. Jetzt zwei abschließende Sätze. Die Inkorporierung einer Ernährungspraxis, in der, wie am Beispiel des Süßen, Geschmack mit Zeit, aber auch mit religiösem Gemeinschaftsgefühl zum Beispiel verbunden ist, kann ein stabilisierender Faktor in der Religiosität eines Menschen sein. Wenn wir nochmal in die Theorie zurückdenken, das, was ich über den Habitus gesagt habe und die Grundfesten, die in der Kindheit gelegt werden und die, sag ich mal, besonders schwer zu entlernen sind. Denn Essen, wenn wir uns jetzt nochmal auf das Süße konzentrieren, ist allgegenwärtig und durch die Verinnerlichung oder Inkorporierung dieser Praxis wird sie somit ziemlich stabil. Ich bedanke mich und freue mich jetzt tatsächlich sehr auf den Vortrag von meiner Kollegin Mona. Und wollen wir Plätze tauschen? Ja. Auf dem Desktop. Danke. Ich gebe einmal den Staffelstab weiter. Ja, danke, Leonie. Ich muss erstmal aus dem Kindergarten wieder zurückkommen. Das ist mir sehr anschaulich gemacht. Gut. Mein Thema ist die Bedeutung von Prozess- und Strukturkategorien für die Ausbildung eines interreligiösen Raumes im Nahfeld Partnerschaft. Und ich möchte mich gerne am Beispiel von Interview-Ausschnitten von muslimisch-bireligiösen Paaren auf die Bedeutung von Geschlecht als Struktur- und Prozesskategorie konzentrieren und aufzeigen, inwiefern Geschlecht oder Gender bei der Untersuchung von Fragestellungen zur religiösen Praxis von Relevanz ist. Also Kategorien, die ich nicht bearbeite, die aber auch interessant und wichtig sind in meiner Forschung, also das ist ein Teil meiner Promotion oder Forschung für meine Promotion, sind Klasse und Race bzw. Ethnicity. Genau, ich beginne mit Begriffsdefinition, was eigentlich mit Prozesskategorie und auch mit Strukturkategorie gemeint ist, konzentriere mich aber auch hier auch auf das Wesentliche. Also, wenn man von Geschlecht als Strukturkategorie spricht, dann rekurriert man auf einen marxistischen Entwurf der Verbindung zwischen Geschlechter, Verhältnis und Gesellschaftsstruktur. Wesentlich jetzt an dieser Stelle ist, dass Geschlecht direkt an die Körperlichkeit des Menschen gebunden ist. Das heißt, es durchzieht die Ausformung eines Habitus. Das haben wir jetzt schon öfter gehört, den Habitus. Und durchzieht so das praktische Bewusstsein. Zudem beeinflusst Geschlecht als Strukturkategorie die Positionierung von Objekten und Subjekten im Raum. Dessen Bildung, also die Bildung des Raumes, wird auch, was ich sage oder nenne, sind es Aushandlungsprozesse. Diese Bildung wird von Aushandlungsprozessen begleitet und dabei spielt auch Geschlecht eine entscheidende Rolle. Den
Begriff des Raumes möchte ich jetzt gar nicht ausführlich erläutern. Nur so viel, wenn ich das Wort benutze, meine ich damit sowohl einen physischen Ort, an dem sich Praktiken abspielen, und der, also ein Ort, der durch sie geprägt ist. Ich meine auch einen Diskursraum, in dem Performativität als Teil der diskursiven Praxis von Geschlecht verstanden wird. Das zweite ist Geschlecht als Prozesskategorie. Die Perspektive auf Geschlecht als Prozesskategorie lehnt sich an eine sozial-konstruktivistische Denkweise an. Es geht dabei immer um die Frage, wie Geschlecht und auch Zweigeschlechtlichkeit alltäglich und interaktiv hergestellt wird. Für diese Konzeptualisierung von Geschlecht war unter anderem die Ethnomethodologie wegweisend. Ja, es gibt unterschiedliche Ansichten und Schwerpunkte, die diskutiert werden. Zusammengefasst ist die Meinung da, dass es sich bei Geschlecht um eine Konstruktion handelt, die im sozialen Handeln zumeist unreflektiert in Zuschreibungsprozessen reproduziert und institutionalisiert wird. Das wurde unter anderem von Judith Butler relativ prominent mit Doing Gender umschrieben. Ich habe schon gesagt, dass ich Interviews geführt habe für meine Feldforschung mit Paaren, wo der eine Partner oder die eine Partnerin muslimisch ist und der andere Teil sich einer anderen oder auch keiner Religion oder keiner bestimmten Religion zuordnet. Hier in den vorliegenden Beispielen, die gleich kommen, handelt es sich durchgehend um muslimisch-christliche Paare. Man darf aber, man muss vorsichtig sein mit dieser Kategorie christlich und muslimisch und darf sie nicht zu eng und präskriptiv verstehen, denn nicht alle Interviewten, die sich jeweils so bezeichnen und einordnen, verstehen darunter das Gleiche und bezeichnen oder betonen gleiche Aspekte dieses Identitätsbausteins, wenn sie ihn überhaupt herausstellen. Ich habe zudem hier bei den Interviews, die ich euch und Ihnen gleich zeigen werde, die Selbstpositionierung der Interviewten übernommen, der christlichen Interviewten in evangelisch und katholisch. Also das sind Positionierungen, die selbst von den Interviewten vorgenommen wurden. Wenn ich von Geschlecht als intersektionaler Kategorie spreche, meine ich, dass es nicht monokausal für eine soziale Positionierung ist oder ein Positioniertwerden steht, sondern es ist immer eingefasst in unterschiedliche Lesarten und Verknüpfungen von Religion, Race oder Nationalität. Das sind so ein paar Erkenntnisse, also die Überführung, was hat Geschlecht mit religiöser Praxis zu tun, in meiner Feldforschung. Kann ich sagen, also aus eigenen Erkenntnissen und auch aus denen anderer qualitativer Untersuchungen zur religiösen Praxis, bestätigt sich, dass man aufgrund seiner Geschlechtlichkeit Erfahrungen macht, die sich auswirken auf die Ausprägung und Änderung eigener Praktiken und auch dabei die partnerschaftliche Ebene betreffen können. Das betrifft zum Beispiel geschlechtsspezifische Zuschreibungen aus dem Umfeld. Es gibt zum anderen aber auch innerhalb des Paares Dynamiken, die geschlechtsspezifischer Natur sind und narrativ in Interviews wiedergegeben werden. Darüber hinaus ließ sich auch in meiner Feldforschung aufzeigen, wie das Hinterfragen und Adaptieren von Normen und Anpassungen sowohl in der religiösen Praxis als auch in Bezug auf die Konzepte von Religion von Erfahrungen beeinflusst werden, die gender- oder geschlechtsspezifisch sind. Das gilt sowohl für die Erfahrungen des Individuums als auch für die des Paares. Zudem kann die Bedeutung von Geschlecht für die Genese von Authentizitätsvorstellungen oder Konzepten von Authentizität von religiöser Praxis nachgezeichnet werden, also und auch für der des Gegenübers, wenn man sich beispielsweise über die eigene religiöse Praxis mit dem Partner oder Partnerin unterhält. Es zeigt auch, wie Formen der religiösen oder der als religiös wahrgenommenen Praxis selbst im Erfahrungszusammenhängen von InterviewpartnerInnen geschlechtlich konnotiert sind. Des Weiteren hat Geschlecht auch Anteil daran, wie Auseinandersetzungen mit Diskursen stattfinden oder an welchen Diskursen Paare freiwillig oder zwangsweise, in Häkchen, Anschluss oder Anteil haben. Beispielsweise den Diskurs des, in Häkchen, muslimischen Mannes oder der muslimischen Frau mit Kopftuch. Je nachdem, welche Konstellationen es in den Paaren gibt, haben sie eben unterschiedlich Anteil daran oder sind damit konfrontiert, kann man auch sagen. Das ist nicht immer eine bewusste Auseinandersetzung. Das ist beispielsweise wird es einem aus dem Umfeld gespiegelt. Genau.
Und was ich gerade gesagt habe, möchte ich dann jetzt anhand der Zitate veranschaulichen, wo es dann unterschiedliche Bedeutungsebenen der Kategorie Geschlecht gibt. Und alle Zitate stammen aus Paarinterviews, bei denen beide PartnerInnen anwesend waren. Das zur Info. Ich lese Ihnen das vor, oder Sie können auch selber mitlesen natürlich. Selim sagt, also Selim ist muslimisch und ein Mann, und er sagt: Weißt du, ich habe so viel schon oft Sprüche gehört, du bist ja ein türkischer Moslem, der Papa, die Kinder müssen ja so werden wie die Väter, also sie sind ja automatisch Muslime, sowas. Ja, von der muslimischen Gemeinde hier. Vielleicht nicht vom, ich sag's, vom Imam, also von manchen, also es geht, weil die wechseln ja hier, du weißt ja, wie oft die wechseln. Mit du war ich gemeint, er hat mich angesprochen. In einem weiteren Zitat sagt Selim: In der Moschee, du mit der Judith im Frauenbereich, ich mit dem Simon im Männerbereich. Also ich muss sagen, ich konnte mich einfach nicht damit abfinden, dass wir getrennt werden müssen. Mit du ist hier die Frau gemeint, also die auch an dem Interview teilgenommen hat. Er hat sich dabei eben an sie gewendet. Was man hier sehen kann, ist, oder was Selim beschreibt, sind zum einen geschlechtsspezifische Zuschreibungen und Erwartungen in Bezug zur religiösen Zugehörigkeit seiner Kinder. Er erwähnt, dass diese Ansicht oder diese Zuschreibung insbesondere aus Richtung von Gemeindemitgliedern stammt. Er nimmt das, hat also auch im Verlauf des Interviews mehrmals betont, als eine Art soziale Kontrolle wahr. Das ist eher geschehen als von Seiten der religiösen Autorität, also des Imams. Einige haben sich anscheinend so geäußert, aber was ihm besonders aufgefallen ist oder was jetzt in der Narrative besonders hervorstach und ihn gestört hat, war eben das Moment der Gemeinde, also dass es ihm von der Gemeinde so suggeriert wurde. Und die Konstruktionskette verläuft hier vom Geschlecht und der damit verknüpften Genderrolle in der Familie, also als Papa, zur religiösen Zugehörigkeit abhängiger, also der Kinder, das mit Abhängiger gemeint. Und es gibt auch eine Verknüpfung von Nationalität, Identität und Identitätsvorstellungen mit einem Geschlechterbild und der Genderrolle des Mannes, also des türkischen Moslem, die da halt sich abspielt. Im zweiten Paragraph fremdelt Selim mit der Geschlechtertrennung, die für ihn keine Gewohnheit ist und eben nicht in seinem praktischen Bewusstsein, was wir mit Habitus umschrieben haben, inkorporiert wurde. Das hängt viel damit zusammen, dass er selber zwar muslimisch, wie er es nennt, aufgewachsen ist, aber eher muslimisch, wie er es nennt, säkular. Das heißt, seine Anknüpfung an Erfahrungsräume wie die Moschee als Kind und als Heranwachsender war nicht wirklich ausgeprägt gegeben. Er hat erst im späteren Leben, also mit 16, hat er längere Zeit in der Türkei gelebt und dort sich ein bisschen habitualisiert, aber diese Trennung ist ihm halt bis heute nicht geheuer, oder er empfindet sie als, er begründet das nicht mit einer Norm, er beschreibt, wie er es empfindet, als nicht geeignet für ihn. Und wenn ich säkular sage, dann meine ich, dass er es so definiert hat mit nicht religiös praktizierend. Also auch der Begriff säkular ist schwierig und sehr vieldeutig, deswegen immer im Kontext natürlich betrachtet. Eine zweite Interviewpartnerin ist Bernadette. Sie ist mit einem muslimischen Mann verheiratet und bezeichnet sich selber als katholisch. Und sie sagt: Ich war ja auch sehr fleißige und Kirchgängerin. Aber nachher in Deutschland habe ich auch angefangen, auch so ein bisschen nachzudenken und mir zu überlegen, die vor allem über die Rolle der Kirche, und habe zunehmend ein distanziertes Verhältnis oder zur Religion. Ich bin aber noch Mitglied der katholischen Kirche, weil ich betrachte das, ich bin nicht ausgetreten, weil ich betrachte das als ein Stück meiner Identität. Und im zweiten Zitat: Ja, wir haben halt eine Tochter bekommen. Mein Mann sagte: Ja, klar, die wird Muslima. Das war so selbstverständlich für ihn.
Für mich war das, eigentlich wollte ich ganz gerne die Kinder erstmal sagen, okay, wir lassen die erstmal, sie erstmal ohne eine bestimmte religiöse Ausrichtung. Aber da hat mein Mann so mich quasi überfallen, überrollt und sich dann sozusagen über meinen Kopf hinweggesetzt. Im ersten Zitat wird der Prozess einer Distanzierung wiedergegeben, der verknüpft ist mit einer persönlichen Migrationserfahrung. Die religiöse Praxis oder das Religiöse wird hier auf die institutionalisierte Form des Kirchenbesuchs, also damit exemplarisch dargelegt. Und das Hinterfragen der Rolle der Kirche wird parallelisiert mit einer als fortlaufenden Vorgang präsentierten, weil es eine Narrative ist, Entfernung von Religion. Obwohl die Mitgliedschaft in der Kirche bzw. der Gemeinschaft dennoch als identitätsstiftend benannt wird, geht damit kein Wunsch der Weitergabe an die Kinder einher. Die Verbindung von Geschlecht und Gesellschaftsstruktur ist hier zunächst nicht sichtbar oder wird nicht direkt benannt in der Darstellung des eigenen Lebensweges, aber in Verbindung mit der Wiedergabe von Unstimmigkeiten über die religiöse Einordnung der Kinder oder Bezeichnung der Kinder und den Wunsch einer religiös unbestimmten Verortung dieser, kommt auch Geschlecht als eheliche Machtdynamik zumindest indirekt ins Spiel. Man kann da noch ganz viel dran rumanalysieren. Ich finde es als sehr interessant, aber ich muss zum Ende auch kommen. Deswegen geht es weiter. Mirelle ist weiblich und muslimisch. Und sie beschreibt, also irgendwann wollte ich nicht mehr beten und da habe ich immer gelogen. Und habe gesagt, dass ich schon gebetet habe. Und ich habe mich dann sehr distanziert, als ich so 14, 15, 16, 17 war und habe es als ziemliche Last empfunden und hatte so kleine Identitätskrisen. Also ich dachte eben in meinem Kopf immer, es gibt nur eine Form von Islam. Entweder mache ich das, dann bin ich Muslima, oder ich bin unreligiös. Zweites Zitat. Und selber wollte ich irgendwie dieses Konzept von kein Sex vor der Ehe als Jugendliche immer verfolgen. Aber ich bin dann so in den Konflikt gekommen, dass ich dann das immer gemacht habe. Sorry. Ich habe mich einfach mehr mit dem Thema Sexualität, Islam beschäftigt und einfach eine neue Meinung gebildet. Tatsächlich nicht nur aus Schuldgefühlen, sondern aus Überzeugung dazu, eine etwas andere Meinung zu entwickeln. Also was hier wiedergegeben wird, ist eine Episode so des Widerwillens gegenüber dem rituellen Gebet. Aber es werden dafür keine konkreten Gründe genannt, aber Emotionen und innere Vorgänge der Distanzierung, also das Empfinden von Belastung und als Identitätskrise beschriebene Auseinandersetzung mit den eigenen Empfindungen und den Anforderungen von erlernten Vorstellungen in der familiären Umgebung. Auch wenn nicht unmittelbar gesagt wird, inwiefern die vermittelte Sexualmoral genderspezifisch war, so ist der Konflikt damit quasi in die Körperlichkeit eingeschrieben. Er bezieht sich auf den Umgang mit dem eigenen Körper, also hier in dem Fall auf vorehelichen Geschlechtsverkehr. Die Auseinandersetzung verlief in einem ähnlichen Zeitraum wie die Ablösung von elterlichen Vorstellungen von einer korrekten bzw. wünschenswerten Religionspraxis. Und diese Ablösung geschah ohne dass unmittelbar etwas Neues an die Stelle der elterlichen Norm getreten wäre. Stattdessen wird ein Prozess beschrieben, der partiell über die Auseinandersetzung mit der Frage der Sexualität zu einer Meinungsbildung geführt hat. Ich hätte noch ein weiteres Zitat, da ich sehe, dass die Zeit knapp wird und ich nicht zu sehr überziehen möchte, gebe ich an Aydın Süyurt weiter, meinen Kollegen. Ja, schönen guten Tag. Ich werde in meinem kurzen Vortrag, wie es ja dieser lange und zugegeben etwas sperrige Titel auch ankündigt, auf den materiellen Aspekt religiöser Praxis eingehen. Und das werde ich tun anhand von Material aus meiner Feldarbeit, die ich mit muslimischen Künstlerinnen und Künstlern in Deutschland
gemacht habe. Ich werde folgendermaßen vorgehen. Ich werde ein paar einleitende Bemerkungen machen und dann tatsächlich direkt in das Material gehen, wo ich Ihnen eine Künstlerin, und in dem Fall ist es tatsächlich nur eine, ich werde dann sie als Beispiel herauspicken aus dem Material, was ich habe, und werde versuchen aufzuzeigen anhand von Zitaten, Auszügen aus den Interviews mit ihr, dass Materialität in der Tat eine zentrale Rolle in religiösen Praktiken spielt. Und werde dann daraus versuchen, Überlegungen anzustellen darüber, was Materialität von Religion überhaupt bedeutet. Also das wird quasi der theoretische Teil meines Vortrags werden, wo ich dann auch nochmal im Einzelnen auf einige Stellen aus dem Interview eingehen werde. Und zum Schluss, ich habe es ja jetzt theologische Implikationen genannt, werde ich versuchen, der Frage nachzugehen, ja, was kann man sozusagen, wie kann man hier Anknüpfungspunkte für die islamische Theologie herstellen oder lässt sich sowas überhaupt herstellen? Ich glaube ja. Ja, genau. Gleich zu Beginn, also das Wichtigste vielleicht, ich werde in meinem Vortrag von dieser Vorstellung, dass, wenn wir von Religion reden, immer ein Glaube oder eine Form des Glaubens gemeint ist, abrücken. Ich bin natürlich jetzt da nicht alleine, das machen mittlerweile sehr viele. Und dabei ist das Problem auch nicht so sehr, dass also die Frage, ob sozusagen Glaube als Bestandteil des Religiösen überhaupt existiert oder nicht, sondern dass es quasi den Kern des Religiösen ausmacht. Dass alles, was wir sehen und beobachten können an religiösen Ereignissen und Phänomenen, immer zwangsläufig auf eine Form des Glaubens zurückführbar sein muss oder nicht. Ich werde diese Frage ausdrücklich verneinen und den umgekehrten Weg gehen. Nämlich von der praxistheoretischen Prämisse ausgehen, dass Religion prinzipiell immer etwas Beobachtbares ist. Also es geht nicht darum, das Innenleben von Menschen herauszufinden oder in irgendwelchen Texten nach Religiosität oder nach religiösen Normen zu schauen, sondern tatsächlich darauf zu gucken, was die Leute tun. Also ich würde sogar so weit gehen und zu sagen, nur das ist Religion, das, was wir beobachten können. Wenn man so will, kann man dann daraus einen, ich habe sie jetzt materialistischen Religionsbegriff genannt, man kann das auch posthumanistischer Religionsbegriff nennen. Was das im Einzelnen heißt, werde ich dann aber dann ausführen. Wie gesagt, ich führe eine Feldstudie durch, in der ich mit muslimischen Künstlerinnen und Künstlern in Deutschland und Österreich bisher Gespräche geführt habe. Ich widerspreche mir da selbst, das ist mir bewusst. Ich rede von Materialität und führe Gespräche. Aber das war sozusagen der Corona-Zeit geschuldet. Ich hoffe aber dennoch, anhand eben der Auszüge, die ich Ihnen jetzt vortragen werde, aufzeigen zu können, dass da durchaus sozusagen der materielle Aspekt zum Vorschein kommt. Und dass man da anhand von teilnehmender Beobachtung oder ähnlichen Methoden durchaus näher hinschauen kann. Die Künstlerin, die ich Ihnen vorstellen möchte, heißt natürlich nicht Rumeysa, ich habe sie hier so genannt. Sie ist 26 Jahre alt und ist inzwischen, glaube ich, Religionslehrerin für den islamischen Religionsunterricht und sie ist Malerin und Fotografin. Wichtig, glaube ich, vorab die Feststellung, dass sie ihre Kunst, nämlich die Malerei und die Fotografie, tatsächlich innerhalb dessen verortet, was für sie den Islam ausmacht. Also das ist für sie ein Teil ihres religiösen Lebens, drückt sie folgendermaßen aus. Es ist ja für mich persönlich eine religiöse Kunst, sage ich jetzt mal. Also eine Kunst, die ich jetzt mit Religion in Verbindung bringe. An anderer Stelle heißt es, man malt einfach das, wie man sich gerade fühlt. Und dann finde ich das als eine Art und Weise, also auch eine gottesdienstliche Verrichtung meiner Meinung nach. Also man ist da und fühlt sich frei. Man kann alles abschalten und man malt halt, wie man sich gerade fühlt. Und ich persönlich denke dann auch an Allah und über seine Geschöpfe und alles Mögliche. Und das bringt mich dann zur Ruhe. Natürlich gibt es die Pflichtgebete, die man einhalten muss, aber so die Kunst ist auch eine Art und Weise, Ibadah zu machen. Also neben den Pflichten gibt es auch andere Richtungen, seine Ibadah zu vollziehen und das widerspiegelt sich auch in meiner Kunst. Ich fühle mich in dem Sinne, in dem Moment frei, wenn ich diese Farben halte und male. Also dann mache ich diese Ibadah damit. So würde ich das jetzt definieren.
Also zwei kurze Zitate aus den Interviews mit Roumeï Sarr. Und ich werde jetzt anhand dieser zwei, ich nenne jetzt mal Bekenntnisse zum Islam, versuchen erkennbar zu machen, dass sowohl sogar in diesen scheinbar beiläufigen Kommentaren von ihr der materielle Aspekt durchaus in Erscheinung tritt. Zum einen arbeitet sie mit Objekten, mit Gegenständen. Also hier sind es die Farben. Andere Gegenstände natürlich beim Malen sind Staffelei, Leinwand, Pinsel, und das erwähnt sie alles tatsächlich auch mehrmals in den Interviews und sagt ausdrücklich, dass sie mit diesen Objekten ihre Ibada vollzieht. Ein anderer materieller Aspekt ist die Räumlichkeit, von der sie spricht. Sie sagt an einer Stelle, man ist da. Sie spricht also von einem Ort, an dem sie sich befindet und an dem diese Praxis vollzogen wird. Und zu dem Räumlichen komme ich nachher noch. Ein weiterer Punkt, ich weiß nicht, ob es Ihnen schon aufgefallen ist, dass sie an vielen Stellen von ihren Gefühlen spricht und davon, dass das Malen sie zur Ruhe bringt. Also wir haben es hier mit einer körperlichen Empfindung zu tun, die offensichtlich im Zuge des sozusagen des künstlerischen Betätigens oder dieser religiösen Praxis auch eine Rolle spielt. Und nicht zuletzt das Wort halten, und das habe ich unterstrichen, weil ich damit auf einen Aspekt auch aufmerksam machen wollte, nämlich den der Sinneswahrnehmung. Dass wir es also bei religiöser Praxis nicht immer mit einer geistigen Aktivität zu tun haben, sondern dort geht es tatsächlich um die Sinneswahrnehmung, hier in dem Fall Berührung, aber es versteht sich von selbst, dass wir es bei der Malerei natürlich auch mit Sehen und Betrachten von Farben und Farbenkombinationen zu tun haben. Auf die Frage, ob das jetzt ästhetische Erfahrung ist oder religiöse Erfahrung und was das Verhältnis ist, da gehe ich jetzt natürlich nicht ein. Das würde den Rahmen dieser Diskussion sicherlich sprengen. Ein Zitat noch, wo sie von ihrer Fotografie spricht. Und ich habe auch, also seit 2019, ich weiß nicht, ob das unter den Begriff Kunst fällt, habe ich mir eine analoge Kamera gekauft. Und ich liebe es zu fotografieren. Ich liebe es über alles zu fotografieren. Und vor allem, dass es so eine alte Kamera ist. Man braucht ja einen Film und man muss das erstmal einrasten. Es hat so seine Techniken und es ist einfach für mich, also neben der abstrakten Kunst, liebe ich es einfach zu fotografieren. Vor allem, ich habe immer meinen Apparat dabei. Es ist immer im Auto. Es ist immer da. Also hier ganz klar, sie spricht von einer Kamera als Objekt, das sie braucht für diese Form ihrer religiösen Praxis. Das muss eine alte Kamera sein, in die man einen 36er Film einlegen kann. Und dieses Einrasten, das muss sie hören, das muss sie spüren. Ich könnte das jetzt fortsetzen anhand von ganz vielen anderen Zitaten. Also diese Farbspiele, die erspare ich Ihnen jetzt mal. Aber ich glaube, der Punkt ist klar geworden, dass mir geht es darum, aufzuzeigen, dass das Körperliche, das Materielle und das Emotionale in dieser Form der religiösen Praxis zumindest eine zentrale Rolle spielt. Auf meine Frage, was sie denn fotografiert, sagt sie, es zeigt da so an. Also an ist das türkische Wort für Moment. Sie sagt, es gibt so bestimmte Momente, die sie fotografiert. Und wie charakterisiert sie diese Momente anhand von Dingen, die dort zugegen sind? Also die Altstadt, Menschen, Landschaften, Freundinnen, Kaffee, das, was wir essen und so weiter. Also scheinbar sehr profane Dinge, die sie dann mit ihrer Fotografie festhalten möchte. Auch hier wieder ein Zitat, wo sie sagt, es muss eben diese alte Kamera sein, es darf nicht ein Handy sein. Denn zu einem religiösen Erlebnis wird es für sie tatsächlich erst, wenn sie dieses Foto in den Händen hält. Und dann, wenn man die Bilder in den Händen hält, dann sagt man, okay, wow, krass, subhanallah, was ich da fotografiert habe. Also ich habe es fotografiert, aber das gibt es halt wirklich. Und damit komme ich eigentlich auch zu dem theoretischen Teil. Also was hat es jetzt genau auf sich mit Materialität? Also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst die Punkte. Ich meinte damit also natürlich Objekte, Gegenstände, Dinge, die man braucht für religiöse Praxis. Körperlichkeit, Räumlichkeit und Sinneswahrnehmungen. Es reicht natürlich nicht aus, bloß festzustellen, dass Körper und Dinge irgendwie Teil religiöser Praktiken sind. Man muss sich natürlich die Frage stellen, wie baue ich das konzeptionell in meinen Religionsbegriff mit ein? Also wenn ich sozusagen sage, Religion ist nicht per se Glaube, sondern hat auch was mit Materiellem zu tun, was heißt das?
Zwei Dinge, die, wie ich finde, aus den Zitaten auch deutlich wurde, ist, dass wir es mit einem religiösen Raum zu tun haben, der sich durch zwei Dinge auszeichnet. Zum einen, wir haben es hier mit einer konkreten Anordnung von Dingen und menschlichen Körpern zu tun. Also sie steht da vor ihrer Staffelei, putzt ihren Pinsel, benutzt dafür bestimmte Gegenstände und vollzieht dann bestimmte Praktiken, die sich auf diese Gegenstände oder unter Umständen auf andere Körper, die anwesend sind, beziehen. Was heißt das? Religiöser Raum hat eine materielle Form. Das will ich eigentlich damit sagen. Zu den Körpern vielleicht zunächst. Es klingt recht banal, aber man muss es, glaube ich, immer wieder betonen. Religiöse Erfahrung ist nicht möglich, wenn keine Körper zugegen sind. Also ohne menschliche Körper findet keine religiöse Praxis statt. So einfach. Aber auch hier ist es nicht damit getan zu sagen, ja, okay, da tanzen ein paar Körper rum. Sondern es geht tatsächlich darum, um Körpertechniken, also um bestimmte Wissens- und Könnensformen, die sich quasi körperlich entfalten, oder Skilled Bodies, wie es in der Literatur häufig heißt, die dann in die bestimmten Praktiken eben eingebunden sind. Und dieses körperliche Tun bezieht sich natürlich, wie wir auch an Dumaisars Beispiel gesehen haben, immer auf bestimmte Objekte und Gegenstände, also Staffelei, Pinsel, Gebäude und so weiter. Das Entscheidende hier ist, dass diese Objekte, die dort zugegen sind, zu bestimmten Aktivitäten auffordern. Ja, also sie ermöglichen eine Praxis erst dadurch, dass sie diesen Gegenstand da haben. Also ich könnte nicht malen, wenn ich keinen Pinsel hätte und so weiter. Sie sind damit also nicht nur, wie so oft über Materialität gesprochen wird, eine Repräsentation oder ein Symbol für irgendetwas anderes, nämlich meistens eine Idee oder eine religiöse Wahrheit, sondern sie sind elementarer Bestandteil dieser religiösen Praxis. Sie haben Handlungskraft und damit sind sie Träger religiöser Praktiken. Jetzt habe ich das mit der Handlungskraft vorweggenommen, das kommt nachher. Aber egal. Sozusagen ausgehend von diesen Punkten. Und das Wichtige ist eben nochmal nicht, dass eben Körper und Dinge da sind, sondern die Interrelation. Also wie verhalten sich diese Dinge, menschlichen Körper, zueinander, sodass am Ende eine religiöse Praxis dann herauskommt am Ende. Religion wird damit also zu einer Performance. Man könnte sagen, Religion oder in dem Fall auch Islam wird in konkreten, durch ihre Raum und Zeitlichkeit charakterisierten Situationen und mit Hilfe eines Ensembles von Körpern und Dingen performativ erzeugt. Wir haben es hier also nicht mit einer vordefinierten Kategorie Religion zu tun, mit der ich dann an die Realität gehe und überprüfe, ob das so eintritt in der Realität oder nicht, sondern umgekehrt, dass ich von der Praxis, von der Materialität dieser Praxis ausgehend zu einem Religionsbegriff komme. Also erst durch dieses Ensemble, dieses Zusammenspiel von Dingen, Objekten, Körpern und so weiter, erzeugt sich, konstituiert sich das Phänomen Islam überhaupt erst. Ich habe es ja eingangs gesagt, Religion ist damit nur etwas Beobachtbares. Wichtig ist aber, und das kam hoffentlich auch durch die Zitate von Dumaisars, sie interpretiert ja das, was sie tun, als etwas genuin Islamisches. Also wir haben es hier durchaus mit Referenzen zu tun auf irgendwelche religiösen Diskurse, Motive, Normen. Sie bringt also religiöses Wissen mit in diese Situation, in der sie ihre Kunst betreibt. Entscheidend für mich ist aber, dass man das, was sie tut, eben nicht auf irgendwelche religiösen Normen zurückführen kann. Also sie setzt nicht eine religiöse Norm um. Im Gegenteil, sie lehnt religiöse Normen sogar ab. Ein langes Zitat, ich werde das jetzt nicht komplett vorlesen, ich glaube, ich habe nur noch 5 Minuten, 2 Minuten, okay. Also da sagt sie, Norm brauche ich nicht. Also kurz zusammengefasst, die sagt, also ich will in meiner Kunst frei sein, ich muss nicht irgendwo nachschlagen, ob ich das darf oder nicht. Also das ist sozusagen auf Deutsch gesagt. Also die Praxis entsteht nicht, sozusagen folgt nicht aus einer Norm heraus, sondern sozusagen der religiöse Sinn wird erst in dieser Praxis erzeugt. Letzter Punkt, mal gucken, ob ich es in 2 Minuten schaffe. Dieser materialistische, praxistheoretische Religionsbegriff verzichtet natürlich auf die Frage nach der Transzendenz. Und damit bewegt er sich, was Charles Taylor einmal The Immanent Frame genannt hat. Also die Frage nach der tatsächlichen Existenz von Transzendenz ist völlig unerheblich für diesen Religionsbegriff. Wichtig ist aber, dass die Immanenz
Voraussetzung für Transzendenzerfahrung ist. Oder theologisch formuliert vielleicht, ich brauche materielle Dinge, die in ihrer spezifischen Konstellation überhaupt erst eine Verbindung oder meine Verbindung zum Transzendenten herstellen. Also Materialität ist eine Voraussetzung für Transzendenzerfahrung. Das ist also eigentlich ein Paradox. Ich will die materielle Welt überwinden und Transzendenzerfahrung machen. Was mache ich dann? Dann trete ich in eine Beziehung mit der materiellen Welt. Indem ich sehe, höre, schmecke und bestimmte Körpertechniken vollziehe. Das impliziert aber, diese Objekte, die da teilhaben an diesem ganzen Geschehen, diese Praxis mitgestalten. Sie sind sozusagen elementare Bestandteile der Praxis und damit nicht einfach nur passive, willenlose Objekte, die da rumliegen, die ich sozusagen als religiöses Subjekt formiere, sondern, jetzt kommt das, was ich eben schon gesagt habe, sie haben eine Agency in dem, was dort passiert. Damit einhergeht, dass natürlich dieses religiöse Subjekt, das aus sich heraus handelt, dieser Situation nicht vorausgeht, sondern auch erst in der Praxis entsteht. Ich beeile mich, nur noch zwei Sätze. Die theologische Implikation hier wäre tatsächlich, wie geht man sozusagen theologisch mit der Dezentrierung des Subjekts in diesem Fall um? Das ist ja nichts Neues, das haben wir in den poststrukturalistischen Theorien schon gehabt. Hier haben wir es eben unter Einbezug von Materialität ebenso, nämlich, dass die Dinge hier zu gleichberechtigten Akteuren gemacht werden, das sich nicht mehr unter der Führerschaft des religiösen Subjekts vollzieht. Also ich bin nicht mehr Herr im eigenen Hause, wenn ich mal dieses Zitat bemühen darf. Dinge werden zu den Menschen ontologisch gleichgestellt. Und die Frage, die ich jetzt zum Schluss in den Raum werfen möchte, ist, wie kann ich sozusagen Theologie im Austausch mit dieser posthumanistischen Art, Religion zu definieren, betreiben oder wie kann islamische Theologie sich zu diesem posthumanistischen Denken verhalten? Vielen Dank. Applaus